Hallo ihr Lieben. Na? Habt ihr den Sonntag gut überlebt? Ja, passt ja. Ich auch. Ich fröne meinen Birkenpollen und muss sagen, irgendwie habe ich so die Frühjahrsmüdigkeit. Werd irgendwie nicht wach. Das ist. Ja. Aber nicht im Spiel. Im Spiel ist Rasimir absolut voller Tatendrang. Er ist sowas von motiviert. Er ist, ach, ich weiß gar nicht. Ne? Glaube, er könnte Stöckchen ausreißen. Ja. So. Schatz, genug gemacht. Wir haben etliches zu tun. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen heute das Projekt Hühnerstall. Ja, das muss ja auch ein bisschen schön angelegt werden. Muss ja noch was ausschauen. Ja, damit da alles gut ist. So, mal schön hier aufräumen. Ja, irgendwelche Federn oder so. Haben wir noch irgendwas? Da man hier. Wegerich. Der Wegerich tut auch den Hühnern gut. Ne? Dann nehmen wir das hier noch mit und das hier noch mit und das noch und das noch. Das noch und das noch. Das auch noch. Was ist mit mir los? Oh, ich habe Hunger. Hunger. Ich habe Hunger. Halt hier. Hunger. Der Hunger macht mich wirr. So, und da wir keinen Wirr-Sing haben. Moment, Schluck Kaffee. Ich reiß schon wieder hier flache Witze, ey. So, also, wir nehmen uns mal ein bisschen Kohl. Hei, ein bisschen Kohl. So, haben wir hier noch Flachskorn und so, ja. Ist Kohl. So, Lebensmittel, Kohl. Und dann. So, da haben wir es doch schon. Da haben wir es doch schon. Der Magen ist voll. Können wir ja hier ein bisschen weiter aufräumen. Ah. Ach, guck mal, Federn. Geht doch da irgendwo Federn rumliegen. Irgendwo Rundholz. Rundholz? Rundholz? Wo ist da bitte schön Rundholz? Überraschen? Anderen. Aha, ja, sagt mir alles, ne? Ahnung, wahrscheinlich ist irgendwie ein Rundholz durch das Level geglitscht und liegt jetzt unterhalb der Map. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber wir packen uns mal hier mal kurz mal hier Rundhölzchen. Echt komisch. Komisch, komisch. Stöcke haben wir genug. Stroh haben wir auch. Gut, passt. So, dann packen wir uns mal ein bisschen was auf die Rippen. Na. Nee, irgendwas haben wir noch. Ich pack mal die Stöcke weg. Die Federn. Nein. Deine können wir auch mal wegpacken. Dann haben wir noch 59, das passt. 59 passt. Also, Grundgedanke zu den Hühnern war eigentlich, dass ich die so. Ja, so weit wie möglich, aber auch nicht zu weit irgendwie weghaben möchte vom Dorfkern. Weil, ne, es gibt immer noch keine Einstellung, dass du die Tiere separat irgendwie leise machen kannst. Und da würde ich sagen, boah, nervt. Nervt und das will ich euch ersparen. Und darum hätte ich gesagt, Gebäude
Jagd? Nee. Tierhaltung. Ach, guck mal, wir können ein Gänsehaus machen. Das will ich aber vorne machen. Oh, ich kann das Gänsehaus schon machen. Cool. Ja, nice. So, jetzt guck mal. Ich setze es jetzt genau hier ins Ressourcenlager. Nein, Quatsch. Wir packen das mal so. Ja, wir packen das mal hier hin. Und gehen so weit möglich zurück. Pack das mal dahin. Spackert mal dahin. So, hingepackt. Ah, ich wusste, dass er hier... Ah. Hm. Da hätte er mich doch... Hätte er doch, oder? Also ich finde schon, dass er mich hätte haben lassen können. So, jetzt wird es auch dunkel. Dann machen wir jetzt hier gar nicht weiter, weil sonst seht ihr nämlich nichts. Meine Idee ist jetzt ganz einfach, dass wir hier jetzt einen Zaun ziehen. Ja. Der bis ungefähr zur Hälfte hier hingeht. Ja. Weil dann haben wir hier noch einen direkten Zugang. Meinetwegen können die dann auch noch hier ein bisschen rumlaufen. Da haben wir ja auch kein Problem mit. Aber ja, das hier ist alles ein bisschen separiert. So hätte ich das gedacht. Okay, was ist denn mit dem Wetter los? Wie spät haben wir denn? 17.51 Uhr ist doch noch keine Zeit. Ist doch nun echt keine Zeit. Wir haben keinen schönen Sommer. Total bewölkt. Echt. Nicht schön. Wenigstens gehen jetzt die Lichter an. Dann seht ihr wieder was. Apropos Lichter. Nein, ich mache keine Kochshow. Wir wollen noch ein bisschen Licht machen. Das können wir nämlich machen. Wir haben noch 38 Leinfaden. Die stecke ich mir jetzt mal in die Dash. Dann wackel ich mal darüber. Schau mal, was da noch so drin ist. Nix. Okay. So, jetzt pass mal auf. Für die Lampen brauche ich noch mal... Was brauche ich denn da noch mal? Ich brauche Stock, Leingewebe und einen Leinfaden und Stein. Okay. Okay. Krieg ich hin. So. Wie viel machen wir jetzt da? Ich würde sagen, uns reichen eigentlich jetzt immer so 10 Fackeln. Ja, dann lasse ich die jetzt mal da durchklöppeln. Ja, schön dicht drücken, jawohl. Das passt. Schönes Muster. Alles gut, alles fein. Genauso soll es sein. Ja. Das ist in Ordnung. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Ihr könnt ja hier mal entspannt jetzt mal zuschauen, wie ich da Leingewebe mache. Ja, sind aber so 3. Da waren es nur noch 2. Das letzte. Und so. Das hätten wir. Prima. Dann husch ich jetzt mal so schnell hier rüber und hol mir noch ein bisschen Stock und Stein. Stock und Stein. Stein. Ich möchte das jetzt mal. Ich mach das jetzt mal so richtig professionell. So. Was brauche ich nochmal hier? Ich brauche 10 Stöcke und 30 Steine. Okay. So. Dann gehen wir doch mal hier runter auf Stock. Ja. 10 Stock. Sortieren und... Jetzt habe ich wieder meinen Bogen rübergeschmissen. Deswegen... Oder? Nee. Doch, einen habe ich rübergeschmissen. Glaube ich. So, Stein. Bring mich nicht durcheinander, Spiel. Das war ich schon ganz alleine. Da brauche ich die nie dafür.
So, na, mal gucken, Stein. So, jetzt if. Ja. So, 30 Stück. 30. Nee, 30. Akzeptieren. Oh. Runter ist er einstecken, ne? Ja. Die können wir weghauen. Dann passt das. So, dann machen wir nämlich mal schnell Licht an der Scheune. Ich würde sagen, am Eingang sollte eins hin. Finde ich nicht schlecht. So. Und zwar hier. Oh, nicht zu nah, weil sonst fackelt mir da die Hütte ab. So, da hält man da ein Licht denn. Da hätte man Licht. Und dann würde ich sagen, zur Orientierung jetzt mal hier in die Mitte noch eins. So. So. Ein bisschen. Ja. Gut. Das passt. Und natürlich brauchen wir hier eins. Ich hab schon wieder Durst. Irgendwas ist doch immer, ne? So. Dann machen wir hier schön eins oder da. Ich würde sagen da. So. Mal hin. Hä? Das passt. Ich hüpfe jetzt mal schnell runter zum Fluss. Trink was. Ich hoffe, ihr seht noch irgendwas. Ja. Ach. Ich habe nämlich auch noch nicht irgendwas gefunden, von wegen, dass ich im Spiel direkt die Helligkeit einstellen kann und YouTube macht sowieso die Aufnahmen dunkler dann. Ja, also, das ist immer so eine Sache. So, jetzt pass mal auf. Da wir ja noch so viel haben, würde ich sagen, setzen jetzt an die Produktionsstätten, also sprich Lager und so. Da machen wir noch eins hin. Ja. Hier noch eins. Ah. Lass mal überlegen, wie geht die Tür auf? Nicht, dass mir die Tür wieder hängen bleibt. Machen wir es hier hin. Was hier hin? So, dann ist die Ecke hier hinten auch ausgeleuchtet. Oh. Damit meine Agnes auch den Weg in die Arbeit findet, gibt es natürlich hier auch noch. Ja. Würde ich aber eher hier sagen. So. Ja. Das schaut gut aus. Das gefällt mir. Das passt. So, dann gehen wir jetzt schlafen. Ja. Das machen wir. So, ich muss natürlich wieder das Feuer selber anmachen. Ist ja klar. Aber naja. Sind wir mal nicht so, ne? So. Haben wir heute mal so ein richtig schönes Sommerwetter? Ich meine, so ein richtig, richtig, richtig schönes. Könnte was werden. Das könnte was werden. Das ist okay. Ja. Morgen. Morgen. Kennen wir uns? Die Ludwika. So. Moin. Moin. Also, das finde ich nämlich nicht schlecht, dass wir uns hier nochmal einen separaten Eingang gemacht haben. Na, das erleichtert mir so ein bisschen das Rumjumpen. Das passt. Schau mal, das schaut doch original aus wie ein richtig schöner Hof. Finde ich schön. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. So. Hier haben wir jetzt weitergemacht. Es gefällt mir immer noch nicht, dass das so weit weg ist. Hätte es jetzt echt lieber näher am Haus gehabt. Warum er mich da nicht lässt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist echt doof.
Ich habe auch keine Lust, das jetzt wieder abzureißen. Ich hol mal hier mal Hämmerchen. Wenn ich fertig machen. Die Stücke kann ich mal reinschlagen. So. Und dann quasi also 4 Rundhölzer. Mal hier oben Stroh. Dann nochmal, also 8 Rundhölzer, glaube ich, ne? 8 Rundhölzer. Können wir ja unter den Arm nehmen. Ja, nicht so schlimm. Oh, Rundhölzer. 8 Stück. Tuck, 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 tuck. Mal gucken, wie es mit den Werkzeugen ausschaut. Irgendwie habe ich den. Das gibt. Ja, wohl. Kriegen wir schon hin. So, dann nehme ich hier nochmal ein paar mit. Hier 52. Dann könnt ihr noch ein bisschen Stroh mitnehmen. Ah, das wird jetzt ein bisschen viel, ne? Ja, wohl. Geht. Ja, komm. So. Haben wir das doch schon. Tack, 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 tack. Einmal fertig. Einmal fertig. Na? Das auch. Auch. Ja. Ruh dich mal aus. Ruh dich mal aus. Na? Einfach mal ausruhen. So. Jawohl. Jawohl. So, und da drin brauchen wir jetzt noch 5 Bretter. Okay, 5 Bretter. 5 Bretter. 5 Bretter. Wir haben schon wieder keine Messer drin, oder? Okay, Bretter. Derer 5. So, akzeptiert. Will ich mal jetzt Messer dann machen, schnell. So, einmal da rein. So. Damit hätten wir mal den Hühnerstall aufgestellt. Und das hier wegpacken. Messer habe ich noch so viel in der Tasche, dass ich die schnell machen kann. Das könnte man machen. Mache ich gleich mal 5 Stück. Dann sind unsere Jäger nämlich glücklich. Und das ist ja auch schon mal viel wert, ne? Wenn die Jäger glücklich sind. Ja. Zeit für mich einen Kaffee zu trinken. Ah ja, übrigens, kurze Info. Also ich bin am Planen, dass ich wirklich mal so testweise auf Twitch auf Twitch gehe und vielleicht mal Medieval Dynasty Livestream mache. Mal gucken. Ja, also geplant ist es, mein Kanal, der existiert ja. So ist es nicht. Ihr findet auch hier auf dem YouTube-Kanal einen Link dazu. Oben im Titelbild rechts. Ne? Da findet ihr auch noch zu meiner Facebook-Seite noch einen Link. Und ja, also ich bin wirklich am Überlegen, ne? Dass ich mal eventuell leicht in Kürze so einen kleinen Stream mal mache. Ja, schauen, wie das alles funktioniert. Da muss ich mal gucken. Oder ob ich es direkt auf YouTube mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil mein OBS nämlich mit Medieval Dynasty so seine Probleme hat. Ja, da muss ich aber mal gucken, ob das an den Einstellungen liegt. Da schauen wir dann mal. Aber das ist auf jeden Fall geplant. Ja, das sollte in Kürze würde ich jetzt nicht sagen. aber so in absehbarer Zeit sollte da vielleicht mal was starten.
Mal gucken. Vielleicht macht es mir ja so egal richtig Spaß. Ne? Vielleicht macht es mir mehr Spaß als hier. Und so. Ne? Dann mal gucken. Wir sehen es dann. Ne? Möchte da noch nicht zu viel versprechen. Also gut, wir haben den Hühnerstall gesetzt. Der sitzt, der wackelt, der hat Luft. Wo mir das da hinten immer noch nicht gefällt. Aber da werden wir schon irgendwas finden. Ja. So, und dann geht es nämlich jetzt hier an die Zaunplanung. Und da würde ich ganz gerne den ganz normalen Lattenzaun nehmen. Nichts Geschnörkeltes. So. Genau. Hier würde ich dann mehr oder weniger zumachen, weil das brauchen wir nicht. Aber ich würde es hier zugehen lassen. Oder? Ist eigentlich wurscht. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Aber wir setzen jetzt hier auf jeden Fall mal den Zaun an. Na komm. So. Nehmen wir den hier mal so. Oh. Bis hier hin. Ja, das wird was Größeres. So. Ja, dann haben wir das. Dann würde ich sagen. So. Hier so dran vorbei. Wir lassen das ein bisschen schräg laufen. Das ist irgendwie ganz so gewollt ausschaut. Ja. Was? Dann noch einmal. Warum kann man die nicht einfach direkt daneben dran setzen? Das ist echt. Warum nicht? Hier ging's. Da. So, machen wir es halt hier. Das lassen wir dann nämlich genau bis hier hingehen. Weit wie möglich. So. Ja. So habe ich mir das gedacht. Ja. Dann haben die hier ihren Auslauf. Können ein bisschen auch auf den Hof gucken gehen. Ja, hier ist alles schön dicht. Das passt. Das ist okay. Das ist okay. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Schön. Stöcke haben wir ja genug. So. Und der Hammer kaputt. Jetzt ist der Hammer kaputt. Hölzerner Hammer. Hämmer macht er auch nicht mehr so viel, ne? Der Gute. Was ist denn los? Mag er nicht, oder was? Wir mal zwei Rundhölzchen. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir an Stock mitnehmen können. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viel ich wiege. Nehmen mal 100 mit. Ich glaube, die ja locker, kann ja nochmal 100 mitnehmen. Kann hier auch nochmal locker mal hier mitnehmen. Ja. Funktioniert. Das funktioniert doch. Dann mache ich mir schnell mal einen Hammer. So. Dann laufen wir nicht mehr so schnell. Aber ich kann quasi. Ja, das rütteln wir jetzt einmal hier außen rum durch. Ja. Na komm. So. Ist natürlich die Ausdauer wieder nach. Dann soll er sich mal kurz ausruhen. Warte mal, lass mich mal kurz was schauen. Was ist hier? Kein Arbeiter, ist klar. Craften. Kein Arbeiterwerkstatt. Das ist auch klar. Gewinnung. Wie schaut's aus, Kinders? Habt ihr was zu tun? Ja. Haben sie. So, und ihr auch? Ah, läuft. Und hier? Auch? Da brauche ich nicht gucken, das läuft. Dann, wie schaut es hier aus? Fleißig bei der Arbeit mit Flachskorn und Dünger. Das ist gut. Soll sie auch gut machen. Hier Fütterchen. Brauchen wir Haferkorn und Roggenkohl
Korn und Stroh. Okay, das kriegen wir hin. Dann können wir mal irgendwann mal jetzt demnächst anfangen mit dem. Was schon alles? Okay. Mit Tierfutter für die Hühner. Und dann können wir mal Hühner shoppen gehen, ne? Würde ich sagen. Marasimir, was ist denn los? Es ist nur ein Zaun. Glaubst du es? So ein alter Mann. Ich bin alt, aber nicht du. Du bist, stehst ja noch in der Blüte deines Lebens. Ich bin immer überlegen, ob ich euch jetzt hier nicht eine kleine Pause reinhaue und schnell den Zaun hier fertig mache, weil, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Bis gleich. So. Geschafft. Der Zaun ist fertig. Ja, ich finde, die haben genug Auslauf. Können sich ihre kleinen Beinchen vertreten. Können Lärm machen, wenn sie wollen. Interessiert hier hinten fast keinen. Ich würde sagen, ein genialer Plan. Ja, passt doch. So, dann habe ich hier nochmal ein paar Zäunchen hingestellt. Und auch hier so eine Art, ja, Tor simuliert, keine Ahnung. Weil ich würde ganz gerne hier noch ein bisschen so Werkzeug hinstellen, dass es ein bisschen so nach Deko ausschaut. Ja? Filiberta, du hast nichts zu tun. Dumm, da kommst du wieder auf doofe Gedanken. Ja? Ich habe hier noch eine Steinhacke, die ist aber noch relativ gut beieinander. Ich schau mal rüber. Ja, mit Philly. Bitte Philly denn jetzt machen? Naja, der Sommer ist eh bald rum. Ja, also dann hat sie ja. Gönnen wir ihr mal die Pause. Wir sind mal nicht so. So, was habe ich denn noch hier in meiner Rumpelkammer? Ne, die war ja drüben. Ich habe doch eine Rumpelkammer. Und Zeug, was ich nicht brauche. schauen wir mal. Lass mal gucken. Da. Was haben wir denn hier? Hölzerne Hacke, guck hin, 16%, nehmen wir doch mit. Zack, einmal Hölzerne Hacke, 8%, noch besser. Dann nehmen wir hier noch so einen Stock mit. Ja, so. Sonst noch irgendwas Tolles? Lass mal gucken. Was haben wir denn? Hölzerne Hacke habe ich noch eine. Hölzerne Schaufel. Steinhacke habe ich 4. Dann nehmen wir mal eine mit. Rein nur für Deko-Zwecke. Steinsichel ist Quatsch. Alles Quatsch. Gegenbewurf brauche ich auch nicht. Nö. Dann kann ich mal in meine andere Zauberkiste gucken. Ja. Habe ich denn hier so? Ich habe noch einen Eimer, den brauche ich aber. Hölzernes Rad, das nehme ich mal mit. Mittlerer Weidenkorb, da nehme ich auch mal 2 mit. So. Oh Quatsch, die brauche ich gar nicht. Die brauche ich ja später. Muss Tische machen. Ne, Lubi. Lubi, Lubi, Lubi. Na? Geht's dir gut? Ja? Wiegst dich ein wenig noch im Wind? Das ist ein Drogenkind. Das volle Drogenkind. Vielleicht wird er dann ein guter Kräuterkundiger. Weiß man's. So, jetzt probieren wir mal das aus, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Indem wir hier uns hinstellen. Bin mal gespannt. Wird garantiert nicht klappen. Tschack. Nee. Naja, doch so machen. So, ich nehme mal so eine hölzerne Hacke und sag mal hier X. Bin ich gespannt. Schubsen? Nö. Okay. Dann muss ich, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Das war wieder so typisch. Das war wieder so typisch. So, wo?
Oh. Hölzerne Hacke, so. Also gut, nochmal. Klappt wieder nicht. Doch, doch. Na, bleib, 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 bleib. Nee, so habe ich mir das nicht gedacht. Probieren wir es halt mal so. Wo die Sonne untergeht. Ja, nix. Ja, 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 ja. So, so wollte ich es haben. Perfekt. Ideal. So wollte ich das haben. Ne? Genau so wollte ich das haben. Ach, herrlich. I'm schon wieder ein Stück happy. I'm schon wieder ein Stück happy. Hello. Das ist ideal. Dann wollte ich jetzt noch mal gucken, wenn ich jetzt hier Möbel mache und mache mir den Tisch. Was brauche ich da? 6 Bretter, 2 Rundhölzer. Okay. Noch Bretter? Hab ich noch Bretter? Und Rundhölzer 2. So. So, wo stelle ich den denn dann hin? Wo stelle ich den hin? Wir werden einige Tische brauchen. Da schließe ich einen Hof. Aber würde fast sagen, um es jetzt mal ein bisschen so realistisch hinzukriegen. Meides. Das bauen wir erstmal. So. Stelle ich den da so hin, aber da ist der Chaps. Ups, Chaps. Wenn ich hier reinstelle, hier ginge, dann rollt mir das Zeug doch darunter. Schwierig mit der Schräge hier. Schwierig. Oh, so. Nö. Nö. Da war doch gerade was. Hallo. Du hast einen Hunger und Lebensmittel noch rausschmeißen. Wir machen das jetzt mal. Pepsi. Ein Sochschäps. Da. Er steht. Ich weiß, du hast Hunger. Du kriegst nichts. Wir haben Jahreswechsel. Also Jahreszeitenwechsel. So, wir können. Was können wir denn? So viel haben wir gar nicht. Stell ich gerade fest. Naja, gut, wir haben doch genug Verdorbenes, aber. Jetzt pass mal auf. Wir hauen das auf jeden Fall mal raus. So, was ist mit den Karotten? Haben wir ja noch genug, ne? Dann hauen wir mal den Kohl hier raus. Zwiebeln ist bei 100%. Das ist alles noch gut. Aber brauche ich so viel? Wir hauen mal 100 Karotten raus. Das können wir mal machen. Ja. Von dem hauen wir auch noch mal ein bisschen was mit raus. So. Reicht ja alles. Wir produzieren so eh zu viel. Also wir produzieren Lebensmittel momentan hauptsächlich, um Verrottenes herzustellen. So, dann haben wir das. Dann drehe ich mich um. Sag Nahrung. Dann können wir hier eigentlich im Prinzip komplett alles rauspitchen. Wie gesagt.
So. Und so. Das auch. Dann die Karotten. Den Kohl. So. Ne, das kann hier schön verrotten. Das passt. Okay. Soweit sind wir hier durch. Hühnerstall-Projekt ist abgeschlossen. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Habe ich noch irgendwas, was ich vor Wechsel machen will? Eigentlich nicht, ne? Wie viele Federn haben wir eigentlich für die Steuern? Schon ganz schön abgenommen. Das hat schon ganz schön abgenommen. Da müssen wir nochmal gucken. Aber ansonsten sind wir ja ganz gut aufgestellt. Können wir so lassen. Das können wir so lassen. So. Dann gehe ich schon mal ins Bitti. Vorher mal waschen. Ah. Sauber machen. Ja. Jawohl. Durchs Gesicht. Passt. Gut. Dann hätten wir das ja. Na, Schatz. Das mit dem Feuer anmachen, das erkläre ich dir mal bei Gelegenheit. Na? Das kriegen wir schon hin. Was mir auch irgendwie ein bisschen fehlt, ist, dass man vielleicht so eine kleine Öllampe noch irgendwie so an den Wänden anbringen könnte, dass hier mal ein bisschen heller wird. Das wäre auch nochmal so eine Idee, was die machen könnten. Weil Fackeln kann ich ja hier schlecht reinstellen. Hm. Oder? Nee, ich kann auch draußen eine hinstellen. Ich kann ein bisschen. Nee. Quatsch. Nee, mach mal nicht. Ich gehe schlafen. Bis zum nächsten Tag. So, da haben wir schon den Herbst. Na? Ein paar Mal gegen den Kopf. Geht's? Morgen, Kleiner. Geht's? Alles gut? Ist alles fein? Ja? Alles fein? Oder hast du irgendwelche Sorgen, Probleme? Hm? Ganz schön langweilig, ne? Die anderen zwei Kiddies sind am Ende der Straße. Du könntest eigentlich hinlaufen. Aber das kannst du erst im nächsten Update. So, jetzt schauen wir uns das nochmal bei Tageslicht hier an. Wie es denn so ausschaut. Ich würde sagen, es schaut schon ganz gut aus. Kohl wächst. Auch super. Hier geht's dann los. Jawohl. Da können sie den Hafer abernten. Das passt. Hier haben wir jetzt den Tisch. Hab ich irgendwas einstecken? Ich bin erschrocken. Irgendwas Tolles einstecken? Nee, ne? Ach, ich wollte das hölzerne Rad, wollte ich hier noch. Wollte ich ja auch noch irgendwo hinmachen, ne? Wo wollte ich denn das hinmachen? Schaut's denn gut aus? Wo schaut's denn gut aus? Vielleicht hier? Aber wenn dann eher Lampe, ne? Machen wir mal so. Schauen, ob's klappt. So. Nein. Kriegen wir schon hin. Bin guter Dinge. Nein. Ach komm, Spiel. Lass mich doch mal machen. So. Ja, bleib stehen. Ja. 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 Wieder ein kleines Detail fürs Auge. So mag ich das. So mag ich das. So, dann will ich jetzt aber trotzdem mal gucken, wo habe ich denn die hin? Hab ich das Zeug denn hin? Ist das da rein? Mal gucken. Nehm mal
Nehm mal. Ja, nehme ich mal hier den mit. Aber noch nicht alles. Oh. Oh. Hallo. Kann mich jemand sehen? Ja? Shit, da muss ich es reparieren. Oh. Geht das wieder los? So, das mache ich ohne euch. So. Dann würde ich sagen, hier haben wir die Mietflasche. Genau. Die wollte ich haben. Dann nehme ich noch einen mittleren Weidenkorb mit. Dann nehme ich noch Johanniskraut mit, weil es einfach schön ausschaut. So, akzeptieren. Und da war da noch was. Nehme ich den Eimer mit? Komm, den nehmen wir mal mit. Mittlerweile können wir die ja selber bauen. So. Dann machen wir noch schnell die Tischdeko. Ja. Fleißig, schön. So, dann machen wir hier mal die Tischdeko. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. So, X. Nee, I. Wir machen mal das Schwierigste zuerst. Ich will, dass die... da steht. Wie kriege ich das hin? Mit... Dann... Ja. Ja gut, dann steht die halt nicht. Dann steht die halt nicht. Mensch. Ach. Doof. So. Dann machen wir hier noch eine hölzerne Schale. Jetzt was falsch gemacht. Hölzerne Schale. Zack. So, ich muss ja auswählen. So. Das passt. Derer machen wir zwei, aber indem ich jetzt hier eine hinwerfe. Komm. Schale. X. F. So, das passt. Da machen wir noch ein Tellerchen hin. Teller. Jetzt ein Teller. Sehr schön. Na, guck mal hin. So. Dann haben die hier so eine Art Pausentisch. Das ist doch in Ordnung. Ich finde es bloß schade, dass es das Essen verrottet. Weil sonst... Oh, warte mal. Kommt mir doch eine Idee. Da kommt mir doch eine Idee. Wir verrotten. Kann ich leider nicht nehmen. Aber wir hatten doch hier hinten... Hatten wir doch... Jetzt drin, ne? Hopp. So, Wegerich. Den sammle ich jetzt mal. Hopp. So. So, das reicht. Das reicht. Und dann packen wir den mal hier mit auf den Tisch. Erstmal einen und mal gucken, wie es ausschaut. So. F. Ne, X. X. F. Zack. Bitte mich warten. Bis dahin. Da ist er. So. Haben wir gleich. Der springt gerne, ne? Kann es sein? Probieren wir es halt so. Gib nicht auf.
Ich gebe nicht auf. Eieiei, jetzt hat es mir doch irgendwie wieder kurz, aus welchen Gründen auch immer, die Aufnahme irgendwie fast, ich habe keine Ahnung, mein Aufnahmeprogramm spinnt gerade ein bisschen im Moment. Ich weiß nicht, wo wir oder ab wann da die Pause irgendwie reingedrückt worden ist. Keine Ahnung. Aber ihr seht, der Tisch ist fertig, die Flasche steht, die Hacke lehnt an der Ding. Das finde ich echt schön. Das finde ich echt schön. Da mache ich doch glatt mal hier einen Screenshot. Herrlich. Idyllisch. So, ich schaue auf die Uhr. Wir haben 45 Minuten, war eh zu Ende. Also von daher gesehen, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich habe jetzt auch keinen Überblick, wo das genau war. Aber ich denke mal, ja. Ich muss da mal gucken, was mit dem Programm los ist. Na? Also dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische und hoffentlich mit einem funktionierenden Aufnahmeprogramm dann. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis morgen. Ich freue mich auf euch und sage wie immer Tschüss.